Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Falls ihr es gestern gesehen habt, gestern haben wir ordentlich mit dem Team Ilhaq-Deck gezockt. Während des Livestreams haben wir Ilhaq gegen Team Fibbletip antreten lassen, um zu schauen, welches Deck an diesem Tag quasi eine bessere Siegesrate hat. Dann haben wir gestern ja ordentlich mit Team Ilhaq gespielt, hier auf YouTube nochmal ein paar Spiele gemacht. Viele Leute wollten aber einfach nochmal Team Fibbletip sehen. Ist halt ein super cooles Deck, ein leicht wackeliges Combo-Deck, macht aber super viel Spaß. Da dachte ich mir, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Wir zocken heute nochmal 5 schöne Spiele mit dem Team Fibbletip-Deck. Schauen, wie das heute performt. Vielleicht funktioniert das heute ja ein bisschen besser oder eben auch nicht ganz so gut wie gestern. Müssen wir mal schauen. Und ihr seht auch schon, hier ein neues Deck habe ich bekommen von unserem lieben Winrael. Grüße gehen nochmal raus zum Abschluss. Ich habe mir überlegt, was will ich eigentlich nochmal spielen, bevor wirklich dann die neuen Karten, die neue Edition rauskommt. Und da ich mich eben nicht auf irgendein Deck, irgendeine Farbe festlegen konnte, hieß es dann, spielen wir einfach eine Runde mit allen 5 Farben. Das werdet ihr dann auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Super cooles Deck. Das Deck werden wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Dachte ich mir, wäre ein schöner Abschluss quasi für die aktuelle Season. Und heute, ja, nochmal eine Runde Team Fibbletip. Wir machen auf jeden Fall kurz einen Deckcheck vorweg. Dann wisst ihr auf jeden Fall, um was es geht. Falls ihr das Deck nicht kennt, ist halt echt ein bisschen, ja, ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Wird aber bestimmt eine lustige Runde. Wir schauen uns das Deck jetzt erstmal an. Dann wird ordentlich gezockt. Viel Spaß. So, willkommen zurück zum Mini-Deck-Check. Vorweg wollen wir nochmal einen kurzen Blick hier gemeinsam auf unser heutiges Deck werfen, wenn ihr das Deck nämlich noch gar nicht kennt. Ist wie gesagt nämlich ein etwas komplexeres Combo-Deck, dementsprechend auch nicht hundertprozentig konstant. Es müssen halt immer einige Dinge passieren, damit das so richtig funktioniert, das Deck. Aber wenn es eben einmal funktioniert, dann explodiert das einfach komplett super spaßig, wie ich finde. Deswegen probieren wir das heute nochmal. Aber auf jeden Fall, ne, bei solchen Decks muss man sich immer sicher sein, das ist halt nicht das super konstante Midrange-Deck irgendwie, wenn da mal irgendwie der Gegner das passende Removal hat, irgendwie Discard, Zauber, Counterspells. Manchmal kommt man da echt in schwierige Spielsituationen. Wenn man dann nicht die passenden Karten zieht, dann ist das halt manchmal echt ein bisschen wackelig. Aber für den Spaßfaktor nehmen wir das heute auf jeden Fall in Kauf. Schauen, wie das Ganze performt. Hier auf den ersten Blick könnte man halt auch wieder sagen, irgendwie ist das ja ein Nissa-Deck. Natürlich Nissa, auf jeden Fall hier eine wichtige Karte wegen dem ganzen Mana, was sie generieren kann. Aber heute das Planeswalker-Team ist ja etwas größer. Alle Karten sind dementsprechend auch recht wichtig für das Deck. Ich würde auf jeden Fall auf keine hier verzichten. Und im Ursprung, seien wir mal ganz ehrlich, der Team-Captain, wer hat das Ganze organisiert? Es ist eigentlich der Fibbletip. Deswegen hier unser heutiger Captain, der gute Fibbletip. Der hält das Ganze schon so zusammen, ist eine super solide Kreatur. Müsste man jetzt nicht unbedingt in dem Deck spielen, aber super gut. Halt gerade hier mit den legendären Hexereien, falls wir die Planeswalker mal nicht haben. Er ist immer so ein Enabler, dass wir das spielen können. Mit dem Card Draw ersetzt er sich immer selber. Kann auch mal Chump blocken. Ist also nie wirklich eine schlechte Karte. Und dann eben eine ganz wichtige Kernkarte. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Nissa haben. Deswegen eigentlich ist Nissa wirklich wichtig. Wir wollen immer mit einer Nissa enttappen, um super viel Mana zu generieren. Natürlich, wenn wir viele Länder im Spiel haben, hier vielleicht unsere Länderverzauberung, dann brauchen wir auch nicht unbedingt die Nissa. Dann würde auch ein Fibbletip oder einfach die Tatjoba zum Beispiel reichen. Aber unsere ganz wichtige Kernkarte ist halt hier Kamal's Druidic Vow. Da wollen wir halt möglichst viel Mana einfach reinpumpen, um uns dann die obersten X-Karten unserer Bibliothek anzuschauen. Und dann dürfen wir eben eine beliebige Anzahl von Ländern und oder legendären bleibenden Karten mit Mana-Kosten X oder weniger von oben direkt ins Spiel bringen. Das ist quasi so unser, ja, unser erster Schritt. Wir wollen eine Nissa spielen, super viel Mana machen. Der Fibbletip ist dann auch nicht ganz so wichtig in dem Szenario. Dann wollen wir den Druidic Vow möglichst groß casten. Hier ein paralleler netter Nebeneffekt. Hier der Fibbletip, wenn wir ihn ja aus dem Deck direkt ins Spiel bringen, zieht er sofort 2 Karten. Also netter Nebeneffekt auf jeden Fall. Wirklich ziemlich gut hier in dem Deck. Ist auf jeden Fall unser verdienter Captain, wie gesagt. Also hier mit dem Vow, das ist schon eine ziemlich nette Synergie, aber in erster Linie wollen wir hier eine Tatjoba treffen, denn immer wenn dann ein Land ins Spiel kommt, kriegen wir einen Lebenspunkt und ziehen nochmal eine Karte nach. Und dann eben in Kombination, wenn wir hier eine ordentlich hohe Zahl ansetzen für X, wir treffen vielleicht ein-, zweimal Fibbletip, eine Tatjoba und dann irgendwie 4, 5 Länder, dann zieht man gefühlt sein halbes Deck, jedes Land, was gleichzeitig eben ins Spiel kommt hier mit der Karte und der Tatjoba, jedes Land zieht uns eine neue Karte, jeder Fibbletip zieht direkt 2 Karten, auch die Länder, die wir hier ins Spiel bringen, die kommen ungetappt ins Spiel, generieren dann gegebenenfalls mit der Nissa direkt nochmal Mana, wir können dann direkt weitermachen. Und das Ganze ist halt dann einfach so ein Deck, was sich immer weiter hochschaukelt, einfach sein ganzes Deck quasi ausspielt, irgendwann dann einfach den riesigen Druidic Vow castet, dann irgendwie 30 Karten zieht, dann im Optimalfall muss irgendwann halt auch mal ein Jace mit dabei sein. Wenn wir dann eben die letzte Karte gezogen haben aus unserem Deck, dann nochmal eine ziehen, können wir unter anderem direkt über die Jace Static Ability gewinnen. Das ist so unsere Haupt-Win-Condition. Zwischendrin sind natürlich immer mal Spiele mit dabei, wo man auch über die Länder der Nissa gewinnen kann, aber so die Hauptstrategie ist tatsächlich am Ende über Jace gewinnen. Also ihr seht schon,
sind alles irgendwie gute Enabler. Auch hier, falls man was im Friedhof landet mit der Tamio, können wir das zurückholen. Hier nochmal unser Extra-Zug-Zauberspruch, auch super gut in dem Deck, gerade mit Planeswalkern. Wir holen uns einen Extra-Zug, bringen irgendwie die beste Karte beim Gegner zurück auf die Hand, gehen in den Extra-Zug, aktivieren wieder alle Planeswalker-Karten, können uns eventuell noch einen Extra-Zug machen. Und wie gesagt, zwischendrin, falls ihr zum Beispiel mal die Tamio hier mit der Plusfähigkeit nach oben ticken, zwischendrin mal hier so eine Karte im Friedhof landet, die können wir dann auch später mit der Tamio wiederholen. Natürlich nur, wenn wir sie nicht gecastet haben. Hier das Sundering, das geht ja dann ins Exil. Aber so zwischendrin nochmal ein Extra-Zug, ziemlich gut. Wir bauen uns einfach weiter auf, zünden den riesigen Wow, schauen, dass wir eine Tatjova entweder im Spiel haben oder dabei haben, bringen super viele Länder ins Spiel, Fibble-Tipps, ziehen unser gesamtes Deck und gewinnen dann mit Jace. Hier sieht man halt schon direkt an der Erklärung, da müssen halt einige Sachen passieren, damit das so hundertprozentig dann auch passiert. Aber sobald wir halt einfach diesen kritischen Grenzwert erreicht haben, einmal einen großen Wow zünden, so x gleich 8 oder einfach viel mehr, ab dann katapultiert sich das Deck einfach super krass nach vorne. Der Gegner kann dann meistens nicht mehr mithalten, aber an diesem Punkt müssen wir halt erstmal hinkommen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Zur Unterstützung haben wir dann natürlich alles, was Mana-Beschleunigung ist. Hier der Grazer, zusätzliche Landdrops, fand ich halt ein bisschen besser als Mana-Elfen so an sich, eben wegen der Nissa. Das Bonus-Mana ist immer super gut. Die Spirale ersetzt sich selber. Wir können ein extra Land legen und Gift of Paradise, bisschen Colorfix, rampt uns ebenfalls nach vorne vom Mana und gibt uns noch ein paar Lebenspunkte gegen die Agro-Decks und so insgesamt auf jeden Fall ein super cooles Deck, halt von Natur aus ein bisschen wackelig, aber wenn das funktioniert, dann auf jeden Fall super, super cool. Das kriegen wir bestimmt heute auf jeden Fall mal hin. Mal schauen, wie das Deck performen wird. Wie gesagt, 5 Spiele möchte ich auf jeden Fall mit dem Deck machen. Mal schauen, was passiert. Ich würde sagen, die wichtigsten Infos habt ihr jetzt auf jeden Fall. Wir sehen uns zur ersten Starthand. Los geht's. So, die erste Starthand sieht direkt nicht so optimal aus. Das ist genau das, was ich eben meinte. Manchmal ist das Deck halt nicht so hundertprozentig konstant, aber dafür eben doppelter Spaßfaktor. Wollen wir mal schauen. Man kann ja locker auch mit so einer Hand gewinnen. Mal gucken, gegen was wir zocken. Mal schauen, was heute passiert, wie das Deck weiter performt. Schade, ein Fibble-Tipp wäre jetzt ganz gut. Also irgendwas, was wir zocken können jetzt hier in den ersten Zügen, wäre auf jeden Fall ganz gut. Besonders, okay, es ist Sultai. Nicht Esper oder kriegst es Control. Okay, könnte trotzdem ein Counter sein, aber wir haben ja nichts. Völlig in Ordnung. Der Jace ist nicht so schlecht. Einen können wir ja opfern. Das kann aber echt gut sein, dass da gleich irgendwie ein Counter entgegenfliegt. Sieht man nicht unbedingt so oft aktuell, gerade auch aus der Farbkombination. Könnte halt auch ein schlechter Start sein. Was opfern wir? Opfern wir mal den Jace rein. Wie gesagt, wir haben ja noch einen zweiten, der resolved auch. Vielleicht fängt er sich sofort ein Removal. Aber mit der Tamio können wir das ja alles notfalls wiederholen. Mild 2 Länder findet einen Fibble-Tipp. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und je nachdem, wenn das hier einfach nur ein wirklich langsamer, nicht so guter Start ist. Okay, es ist Command the Dreadhorde wahrscheinlich. Oh, das könnte sehr interessant werden. Mal schauen, wer einfach schneller gewinnt. Aber vielleicht, wenn wir ordentlich einfach kombonen, könnte das klappen. Eine Nissa wäre jetzt wirklich perfekt. Es war recht unwahrscheinlich, dass wir mit einer Nissa enttappen. Aber mal schauen. Mal schauen, was wir ziehen. Hier kommt bestimmt so Command the Dreadhorde oder sowas. Ne, ein Vraskas Contempt. Okay. Und wir ziehen die Nissa, okay. Und wir haben das Vraskas Contempt hier gesehen. Wahrscheinlich hat unser Gegner kein Removal oder wollte sich einfach ein zweites schon besorgen. Schwer zu sagen. Kann dann auch eine Trophy kommen. Das waren dreimal Nissa hintereinander. Habt ihr das gesehen? Das ist ja krass. Aber wir müssen auf jeden Fall mit der Nissa es versuchen, würde ich mal sagen. Die Inseln sind nicht ganz so wichtig. Falls die stirbt, haben wir mal die Tamio für 3. Wenn er dann -3 machen will, muss man da zumindest die Tamio töten. Aber das wäre jetzt super nice, wenn wir einfach enttappen. Mit dem, was wir haben, mit der Nissa. Hostage-Taker, völlig in Ordnung. Ist ja nur... Deswegen haben wir auch die Insel genommen. Damit wir gleich mehr Wälder einfach haben. Ist okay, wir haben 7 Mana. 8, 9. Wenn wir die Nissa noch aktivieren, können wir den ersten Wow für x gleich 7 spielen. Damit kann man echt ganz gut treffen. Unser Gegner kann natürlich immer wieder das Board aufräumen. Nochmal Vraskas Contempt. Oh, wir können auch mit einem Extra-Zug starten. Das ist natürlich auch sehr verlockend mit den Planeswalkern im Spiel. Richtig, richtig gut. Ja, nice. Fangen wir damit an. Erstmal Jace. Noch ein Extra-Zug. Oh, das ist gut. So, dann floaten wir mal Mana. Enttappen den nochmal. Dann... Ich will ja schon recht gerne angreifen. Mit dem Land. Das sind genau 6, oder, ja gut, ein mehr sogar durch den Wald.
Ich glaube, das Mana brauchen wir nicht. Müssen wir mal schauen. So, Extra-Zug, bounce den Hostage-Taker. Zack, dann haben wir hier auch wieder das Mana von der Insel. Dann würde ich sagen, legen wir schon mal den Fibble-Tipp hinterher. Schadet nicht. Okay. Dann greifen wir einmal an. So. Okay, 38 Karten im Deck. Dann gehen wir in unseren Extra-Zug und fangen erstmal wieder mit Jace an. Das ist immer ein guter Start. Okay. So. Dann Mana. Enttappen. Machen wir quasi genau das gleiche nochmal. Blau. Blau. Grün sind 6. Extra-Zug. Wir. Bounce die Tamio. Ist egal, wenn er die wieder haben will, muss er das Mana bezahlen. Den Bounce nehmen wir allerdings mit. Dann können wir angreifen. So. Dann spielen wir noch das Gift of Paradise. Wir haben hier 4 Mana. Nice, das reicht unserem Gegner schon. Das wäre sehr gut geworden. Okay, war jetzt nicht die Kombo zum Start, aber ein Sieg zum Start. Good game, nice. Weiter geht's. So, die nächste Starthand sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. On the draw haben wir im Turn 1 Grazer. Landdrop, Fibble-Tipp und die finden ja wohl noch weitere Länder. Wir brauchen halt nur Mana. Aber ansonsten haben wir echt alles. Genug Legendaries, wir haben jeden Legendary-Spell, eine Tatjova, die man ja nicht unbedingt auf der Hand haben will. Ist ein bisschen besser, wie gesagt, wenn man die hier mitfindet, aber Doppel-Fibble-Tipp, so insgesamt, ist okay. Ist ein recht aggressives Deck, haben wir auch nur ganz gute Verteidigung. Ah, das muss jetzt allerdings ein Land werden. Komm, Fibble-Tipp, rette das Spiel. Wir haben so einen schönen Anfang. Zieh das Land. Komm schon. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Haben die Draw Steps und der Bonus Draw nicht gereicht? Mal gucken. Ah, gegen den Agro Deck hier einen Land Drop nicht machen, ist nicht schön. Ja, wir haben ja noch einen Fibble-Tipp, den wir wahrscheinlich spielen werden. Also, den Block machen wir auf jeden Fall. Da hätte ich auf jeden Fall 4 Lebenspunkte bezahlt. Es sei denn, da kommt noch Trample. Weil ich meine, wir sind nicht das Agro-Deck, als ob unser Gegner die Lebenspunkte braucht. Hätte er das lieber behalten sollen, um später schön Schaden zu drücken. Oh, ist ja so schön geworden. Komm, Fibble-Tipp, nochmal, Land, jetzt. Zeig, was du kannst. Es geht heute um dich. Komm schon. Unser Enabler hier für alle Legendary-Spells. Sehr gut. Sehr gut. Okay, nächste Runde, noch ein Land. Noch ein Land wäre super. Land, 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 Land eigentlich. Wir rampen uns und dann versuchen wir irgendwie extra Zug. Jetzt hat ein bisschen Druck auf dem Board. Wir nehmen jetzt ein bisschen Schaden. Vielleicht können wir ja mit einer Nissa enttappen. Dann gewinnen wir garantiert dagegen. Okay, gleich kommt hier nochmal der Arkanist. Aber wir haben ja echt gut Leben. Gut, dass unser Gegner die Karte einmal einfach verschwendet hat. Nice, wir ziehen das Land. Wichtig. So, dann haben wir nächste Runde 5 Mana. Das sind ja nochmal 3 Leben. Ist halt ein bisschen langsam. Aber die Nissa macht noch einen 3-3er-Blocker. Die muss man erstmal kaputt bekommen hier mit 2 Jump-Blockern. Wenn wir mit der Nissa enttappen, ist das nicht schlecht. Sind 3 Mana, 4, 5, 6, 7, 8 Mana. Plus dann halt nochmal die Aktivierung der Nissa, je nachdem, wie es dann gleich aussieht. Und wenn wir dann einmal den großen Wow zünden, dann ist wahrscheinlich Ende. Wobei natürlich, wenn wir mit der Nissa enttappen, machen wir erst den Extra-Zug. Und dann das natürlich. Immer wenn wir den Extrazug haben und irgendwie was auf dem Feld haben, ein Planeswalker, irgendwas, das Vorteil generiert, dann machen wir natürlich immer die Extrazüge und holen uns gleichzeitig Tempo zurück, weil wir irgendwie was bouncen. Schon ganz nice. So, dann kann unser Gegner jetzt hier noch was flashbacken. Ist halt so ein Feather-Beatdown-Deck einfach. Ist ein solides Deck. Aber da können wir uns echt ganz gut gegen wehren noch. Obwohl wir einen Landdrop gemisst haben. Also eigentlich wären wir eine Runde schneller. Eigentlich wäre jetzt letzte Runde der Zug gewesen, wo wir nicht das Gift legen, sondern schon die Nissa legen. Dann hätte unser Gegner jetzt den einen Angriff und, ne? Mal schauen. Kann aber auch so reichen. So, der Sprint. Der trampelt. Ich glaube, ich nehme 6. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht sind es 8 Schaden. Aber ich habe nicht Angst, in 2 Runden zu sterben oder so. Nicht mit dem, was wir gleich alles machen werden. Die Feather. Ja, die Feather kann halt gut. Gut, dass wir den Reach-Blocker behalten haben, aber die Feather kann halt manchmal so ein bisschen nervig werden. Kurz überlegen. 4 Mana dahinter.
lohnt sich nicht, noch was anderes zu spielen. Wir spielen die Nissa, hoffen, dass wir mit der Nissa enttappen und dann machen wir extra Zug und einen riesigen Bau. Das wird auf jeden Fall gut. Nehmen wir den Wald. So, wir sagen Go. Wir müssen nur die Nissa beschützen und nicht sterben offensichtlich, aber das sieht ganz gut aus. Fibbletip kann Chump blocken, der Grazer wird die Feather blocken. Vielleicht blocke ich auch einfach alles. Wenn alles die Nissa angreift, werde ich alles blocken. Schaden, der auf uns geht, können wir, glaube ich, noch halbwegs durchlassen. Okay. Mal schauen, wo der Defiant Strike drauf geht. Oh, hier, die ganze Engine ist am Laufen. Feather, der Arcanist. Es ist gefährlich. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich fühle mich doch noch recht sicher. Muss am Fibbletip liegen. Sehr gut, okay. Der Strike geht auf. Wir werden auf jeden Fall angegriffen, ne? Nicht Nissa. Okay. Dann den Block machen wir. Meint ihr unser... wenn unser Gegner ein Tribunal hat oder sowas, kann sein, dass die Nissa ins Exil geht. Oder wie wollen wir hier diesen Angriff interpretieren? Es kann halt auch sein, unser Gegner versucht, uns so schnell wie möglich zu töten und denkt halt, die Nissa macht halt nichts. Deswegen will ich den Fibbletip behalten, nämlich... Ja. Falls wir hier unsere Legendary verlieren, dann können wir notfalls trotzdem im kleinen Maße noch die Karten spielen. Und hier 5 Schaden, 5 bis, weiß ich nicht, 7, 8, 9, das ist okay. Ich hoffe halt echt nicht, dass das hier irgendwie ein gutes Enchantment ist und die Nissa dann geht. Das wäre übel. Alles andere ist, glaube ich, safe. Okay, hier kommt der Strike, sind wir bei 6 Schaden. Völlig in Ordnung. Ich hoffe, wir treffen gut. Ich hoffe, wir treffen gut. Mal schauen. Okay, sind wir auf 8? 3 Mana. Könnten ein Prison Realm auch sein. Okay, es ist noch ein Arcanist. Dann haben wir tatsächlich einen freien Zug. Oh, das wird gut. Leute, Kombozug. Sehr schön. Das haben wir uns jetzt auch verdient. Oder der Fibbletip hat uns das verdient. Geht natürlich alles auf Nissas Konto eigentlich, aber nein. Ne, Fibbletip. Ist manchmal echt wichtig. So als legendäre Kreatur, der Gegner ignoriert die Karte manchmal. Ist nicht schlecht. Okay. Main Phase. Nochmal Pump. Alles klar. Okay, unser Zug. Gegner ist ausgetappt. Wir können machen, was wir wollen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Mana. So viel wie geht. Weil so viel wie geht ist ja jetzt noch nicht mal nötig, weil wir nicht ganz so viel damit machen können. Je nachdem, was wir ziehen, etc. Wir schauen mal. So, wir nehmen den extra Zug. Bounce die Feather. So. Schon mal ein guter Anfang. Picken wir die Nissa noch einen hoch. Wobei, wir könnten das enttappen. Blaues Mana. Oh ja doch. Wir haben noch mehr als genug Mana. Eventuell, wir könnten die Tatjova sogar legen, wenn wir wollen. Falls wir halt gar kein Glück gleich haben. Falls wir hier mit gar kein Glück haben, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt nicht gleich heftig wird. So, wir sagen Go, ab in den Extrazug. Kein Angriff. So, wollen wir mal schauen. Noch eine Insel. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Die legen wir erstmal, ziehen noch eine Karte. Hier mit dem blauen Mana. Falls wir nämlich genau das ziehen. Alles klar, der Plan hat sich geändert. Zack, 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 zack. Noch ein Sundering. Extrazug, Bounce, irgendwas. Kann auch sein, dass unser Gegner wieder dagegen concedet. Aber wir haben keine Extrazüge mehr. Gleich geht's richtig ab. Nicht conceden. Komm. Lass uns das einfach machen. Ganz nett. Wir fragen auch ganz freundlich. Okay. Und tappen nochmal die Insel. Können sogar diesmal angreifen in diesem Extrazug. Machen das auch. Enttappt ja eh gleich wieder alles. Gegner hat keine Blocker mehr. Das ist ein Angriff für... 10. Leute, wir müssen die Combo nochmal hinkriegen, aber dennoch, good game. Die nächste Starthand sieht schon wieder in Ordnung aus. Was ist denn auf einmal los? Nicht, dass wir heute wieder so einen Run haben. Wie gesagt, gestern im Stream, das Deck hat jetzt nicht schlecht performt, aber auch nicht übermäßig gut. Super solide. Wie gesagt, leicht wackeliges Combo-Deck, aber vielleicht haben wir heute wieder den Run. Gestern, ich meine, Ilhaq hat halt auch super stark performt, falls ihr das gesehen habt. Ja, ist super. Also die Hand ist... top. Unser Gegner spielt vielleicht ein Kreaturendeck. Und das Deck kann sich manchmal auch nicht so schnell dagegen wehren. Wenn wir jetzt ein Land ziehen, ist das wieder eine sehr schnelle Nissa. Das wäre natürlich wieder eine super Mana-Beschleunigung.
Okay, Ortshof. Den kenne ich nicht. Ah, das ist der Live-Gen-Dude. Und wir ziehen das Land. Alles klar. Aber hier ist eine Chapel. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das genau sein könnte. Aber unsere Verteidigung steht. Das ist gut. Nissa ist nicht schlecht. Jetzt fehlt uns natürlich wieder irgendwas, was wir damit machen können. Wir haben unsere gesamte Hand leer gespielt. Jetzt brauchen wir eine Tamio, einen großen X-Zauberspruch. Irgendein Planeswalker wäre auch in Ordnung bei dem Tempovorteil. Im Notfall würde ich auch ein Land nehmen, was wir hinterher spielen können. Ah, das sieht recht nach Aristocrats aus. Ist okay. Sauber. Leute, der Run läuft. Ich weiß nicht, was los ist. Heute haben wir Glück. So, sind 8 Mana. Dann animieren wir hier noch den Wald. Sind 10 Mana. X gleich 8. Das ist schon mal sehr gut. Mal schauen, was wir finden. Okay. Oh, sind wenigstens ein paar Extra-Karten. Aber leider keine Tatjova. Leider keine Tatjova. Will ich dann die ganzen. Ja, doch, wir wollen trotzdem die Länder ins Spiel bringen. Das ist zu gut. Der Mana-Vorteil ist halt ziemlich gut. Mal gucken, was wir nachziehen. Den für bitte würde ich gerne behalten. Sehr gut. Völlig in Ordnung. Okay. Ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt können wir die Tatjova ja einfach hardcasten. Fair. Und dann legen wir noch den Grazer. Okay, das war ein guter Zug, würde ich mal behaupten. Der legt noch ein Land. Zieht noch eine Karte. So. Legen wir noch ein Land. Ziehen noch eine Karte. Nicht vergessen. Ist okay. So. Sagen wir go. Okay, das war gut. Ich meine, wenn wir jetzt enttappen, das wird gut. Tamio kann uns ja den Wow zurück auf die Hand holen. Gerade jetzt mit den Ländern. Okay, jetzt haben wir nicht ganz so viel Mana. Das Braskas Contempt. Ja, aber ich meine, unser Board. Ob sich unser Gegner davon nochmal erholen kann. Vielleicht holen wir uns jetzt erst die Nissa zurück mit der Tamio. Ich meine, so viel Removal kann unser Gegner nicht haben. Oder wartet mal. Moment. Wir aktivieren sie. Machen uns noch den Extrazug. Erstmal nochmal Mana zählen. Wir nehmen den Vau. Die Nissa ist ja im Exile. Hab jetzt komplett drüber gequatscht. Wir nehmen den Vau. Machen uns einen Extrazug. Wir haben ja mehr als genug Mana. Ich würde sagen, das funktioniert auch so super gut. So. Moment, das Land nehmen wir auch noch mit. Noch ein Land. Dann Sundering. Wir nehmen den Extrazug. Bouncen eine Kreatur. Okay, dann haben wir noch 3 Mana. Spielen wir die Spirale mit. Noch ein Land. Ja, reicht unserem Gegner. Aber ein halber Kombo-Zug. Wir müssen jetzt noch mit dem Jace gewinnen. Aber good game. Weiter geht's. So, die nächste Starthand sieht auch wieder nicht so ganz optimal aus. On the play, wir haben aber eigentlich fast alles, was wir brauchen. Das läuft heute auf jeden Fall sehr gut. Wir keepen das. Wir wollen das Deck jetzt halt nicht noch inkonstanter machen. Ah, okay. Fibbeltipp, sehr gut. Fair, okay. Wir spielen gegen Guild Gates, so wie es aussieht. Gepimpte Guild Gates. Da bin ich mal gespannt. Das Deck kommt halt auch nicht unbedingt super gut an Planeswalker ran. Deswegen, mal schauen. Könnte interessant werden. Leider keine Mana-Beschleunigung jetzt gehabt. Damit wir schneller an die Nissa rankommen. Aber das Gift of Paradise. Eine Runde früher wäre echt gut gewesen. Aber ist in Ordnung. Ja, danach können wir eh nichts mehr machen. Machen wir Paradise, Tapped Land, nächste Runde Nissa und hoffen, dass das dann mal wieder reicht. Wenn unser Gegner nichts hat, dann ist es auf jeden Fall immer ganz gut. Counter? Nee. Selber eine Spirale. Fair. Ich meine, was soll das Deck großartig machen, was uns jetzt so stört? Mal schauen. Guild Summit. Fair. Wie immer. Okay, mal schauen. Wie gesagt, die Nissa, wie immer die interessante Karte. Mal schauen. Ich glaube aber nicht, dass unser Gegner da unbedingt was machen kann. So. Haben sogar noch Mana über danach. So, jetzt haben wir hier den Wald. Wir greifen mal an. Wir tun mal so, als ob wir wieder über Kampfschaden gewinnen würden. So, und dann verzaubern wir den noch. Zweite Hauptphase. Nice. Und wenn wir jetzt enttappen, das Mana sieht mal wieder sehr gut aus. Go. Schauen wir mal. Das sind 3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 mit der Fähigkeit. Eben hatten wir nicht ansatzweise so eine hohe Zahl und das hat schon recht eskaliert. An Crasis reicht dann meistens nicht. Ist eine super Karte aktuell. Aber wenn wir einmal hier den Run haben, dann explodieren wir einfach. Ab geht's. Alles klar. Dann
Das sind drei. Ah nee, das sind nur zwei. Ist trotzdem in Ordnung, würde ich mal behaupten. So, sind 11. Fast egal, was wir enttappen. Aber auf jeden Fall ein Wald. So, ist eine 13. Haben wir hier eine x gleich 11. Mal schauen, was wir finden. Sollte eigentlich ganz gut sein. Land, Land. Jace mit einer Tatjova. Perfekt. Genau so soll das funktionieren. Jetzt sehen wir das wenigstens mal. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ziehen wir gefühlt unser halbes Deck und haben ja noch einige Aktivierungen über. Plus 10 Mana haben wir jetzt generiert hier. Naja, dankeschön, dankeschön. Dann aktivieren wir den Jace. Kommen jetzt aber nicht an den Extrazug oder ähnliches dran. Wir könnten noch einen Vow zünden. Was haben wir im Friedhof? Schwer. Wir aktivieren sie. Für den Extrazug. Falls unser Gegner uns jemals enttappen lässt, weiß er schon, was kommt. Finden wir nicht, ist in Ordnung. Und dann machen wir hier noch einen Vow für x gleich 8 hinterher. Das ist einfach gut genug. Würde ich behaupten. Da soll unser Gegner jetzt erstmal was machen. Oh, wir finden weiter Länder. Fair. Die Tatjova brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir ja schon eine. Millen ganz schön viele von den Extrazugkarten, aber auch das ist in Ordnung. Notfalls mit der Tamio können wir das ja wiederholen. Leute. Nice. Ich wollte gerade sagen, das zählt schon fast als Kommusik, oder? Mal schauen. Good game. Ein Spiel haben wir noch. Weiter geht's. So, die letzte Starthand sieht nochmal sehr gut aus. Leider on the draw. Aber da kann ich mich nicht beschweren. Das sieht solide aus. Mal schauen, gegen was wir zocken. Wir haben den Grazer. Das ist doch optimal. Legen den Harbor. Sehr schön. Nächste Runde. 4 Mana. Machen wir Spirale plus Fibbeltipp. Sehr guter Start. Haben direkt die Legendary im Spiel. Okay. Bishop Soldier. Nochmal ein extra Zug. Ist okay. Wir haben ja die Legendary. Oh, der Jace. Machen wir Land. Land. Nochmal Fibbeltipp. Noch eine blaue Mana-Quelle. Generell ein Land wäre gut. Dann haben wir noch eine ganze Runde Zeit. Mindestens eine Runde Zeit. Ist auch nicht ganz so schlimm, wenn wir mal ein Land verpassen. Ist natürlich ärgerlich. Hatten wir heute schon, aber das ist ganz in Ordnung. Ah, okay, Pride Maid. So Soul Sisters mäßig. Fair. Das ist jetzt schon ein bisschen nervig, aber ja gut. Das Leben bekommt er ja so oder so. Das Land war jetzt natürlich super wichtig. Tatjova ist in Ordnung. Wie gesagt, wir können ja ordentlich Schaden nehmen. Das hat gut funktioniert. Wir können auch auf einem Lebenspunkt gewinnen. Hier die Combo macht ja sogar noch ein bisschen Leben. Aber das ist jetzt nicht der langsamste Start. Oh, das sind so viele Trigger. Okay. Wir brauchen das Land, um das Ding einmal zu bouncen. Das ist unsere Legendary. Der hätte auch angreifen können. Ja, nicht unbedingt. Mit der Tatjova. Wollen wir jumpen? Sie ist ja Legendary. Er hat doch 7 Schaden. Das ist schon sehr verlockend, würde ich sagen, einmal. Zu verhindern. Jetzt das Land. Ah, schade. Ja, komm, machen wir x gleich 3. Besser als nichts. Da müssen Länder kommen. Fibbeltipp Land. Sehr gut. Gut, dass wir geblockt haben. Dann ziehen wir ja noch eine Karte nach. Haben das Mana für die nächste Runde. Und noch ein Land. Und noch ein Thundering. Okay. Sehr gut. Wollen wir den schon mal legen? Als Zusatzblocker, warum nicht? Manchmal ist der extra Landdrop halt ganz cool, wenn man ganz viele Karten zieht, die Tatjova hat. Aber 3 extra Züge hintereinander, das könnte unseren Gegner auch wieder in die Verzweiflung treiben. Ist okay. Ja. Jetzt haben wir genug von den Grazern auch. Cool, dann bouncen wir erstmal die großen Kreaturen. So, bounce den Pride Maid. Fair. Dann, okay, reicht das unserem Gegner. Das ging mir jetzt echt zu schnell. Leute, Bonusspiel, weiter geht's. So, wie immer, Bonusspiel, keine gute Starthand. Warum mache ich das jedes Mal? Wollen wir das trotzdem keepen? On the draw. Wenn wir einmal Mana-Beschleunigung ziehen, Tamio, Druidic Vow. Ja, so schlecht ist die Hand nicht. Mana passt, aber... Oh, mal sehen. Okay, jetzt fordere ich wirklich unser Glück hier heraus mit dem Deck. Aber ihr kennt mich. Schauen wir mal.
ist ja nicht so schlimm, wenn wir jetzt auch noch mal ein Spiel verlieren. Das wäre eigentlich hätten wir viel mehr Spiele verlieren müssen. Das wäre viel eher repräsentativ gewesen. Ist das Mono Blue Tempo? Das wäre echt ein harter Gegner. Das sind so viele Counterspells in dem Deck für unsere Planeswalker. Oh, das sieht echt nicht gut aus. Mal schauen. Ist aber jetzt auch nicht der super krasse Start. Je nachdem, was das ist. Mal sehen. Ah, Fibbeltipp. Spirale wäre hier nicht schlecht. Na gut, der Schaden ist jetzt nicht so krass. Okay, es ist nicht einfarbig. Piraten. Es sind Piraten. Alles klar. Aber wir machen immer noch nichts in den nächsten Zügen. Noch ein Land. Nein. Überzockt. Ich hab's überzockt. Müssen wir wohl noch ein Bonusspiel machen. Mal schauen, wie sich das ausspielt. Mal schauen. Unser Gegner hat nicht mehr viele Handkarten. Ist jetzt nicht so, als ob wir irgendwas ziehen können, um uns dagegen zu wehren. Aber am Anfang ein, zwei Grazer, hätten wir die Flyer schon mal blocken können. So wie im letzten Spiel mit dem Pride Maid. Ich meine, der Druck war ordentlich größer von dem Gegner letztes Spiel. Deswegen ist noch machbar. Charter Course ist in Ordnung. Zieht 2, legt vielleicht nichts nach. Oder hat einen Counter auf der Hand. Wir ziehen. Ah, ist egal, wenn es ein Counter ist, die Tamio können wir schon mal reinhauen. Okay, geht auf 6 und wir sagen... das ist schwer, was sagen wir? Ich würde fast sagen Fibbeltipp, falls wir unsere Legendaries nicht beschützen können. Komm, zum Abschluss suchen wir den Guten nochmal, ob wir ihn finden können. Nein, immer noch Lost. Möchte sich nicht zeigen. Ist in Ordnung. Mal sehen. Wenn unser Gegner jetzt 5 Schaden auf die Tamio drückt, ist ja 5 Schaden, den wir nicht kriegen. Aber wenn er es richtig macht, eigentlich angreifen, 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 angreifen. Mal sehen. Notfalls können wir uns Länder aus dem Friedhof holen. Ja, unser Gegner greift uns an. Okay, 5. Land. Können wir ja die Nissa legen. Die Nissa ist auch ein halbwegs guter Blocker. So die Frage, macht die Tamio plus, minus? Schon eher plus, würde ich sagen. Vielleicht... Moment, haben wir einen Grazer gemillt? Wir haben einen Grazer gemillt. Minus 3 auf den Grazer, machen noch einen Landdrop. Finde ich nicht schlecht, tatsächlich. So. Grazer. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kommt. Ich benutze das lieber jetzt, das Mana. So, legt das Land noch hinterher. Dann sind wir noch ein... sind ja 2 Mana nächste Runde mit der Nissa. Weil unser Gegner wahrscheinlich das nicht kaputt kriegt. Es sei denn, jetzt kommt halt Planeswalker-Removal. Dann können wir uns eh nicht damit beschützen. Oder davor beschützen. Aber wenn wir so enttappen, zumindest mit der Nissa, mit der Hand, blaues Mana haben wir. Das könnte gut werden. Ich sag ja, die Chance ist noch da. Leute, das Bonusspiel, das holen wir uns jetzt. Okay, was greift an? Okay, alles auf uns. Der Kollege auch. Fair. Das Ding ist unblockbar. Verhindern wir einfach 3 Schaden, gehen auf 3. Jetzt kommt hier Vampirbiss, 3 Schaden auf den Gegner, du kriegst 3 Leben. Ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Nein, okay, das wär's. Das sind spontan, ist mir die nur eingefallen. Okay. Bei uns das Land. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Wenn wir eben richtig, richtig gut treffen. Mal schauen. Wir legen das Land. Wir haben... Na, wobei, hätte ich erst Tatjova legen sollen. Blau, das reicht ja genau. Nee, wir brauchen den Landdrop. Ich habe ein Card Draw. Eine Karte nicht gezogen. Okay. Das will jetzt gut überlegt sein. Tatjova. Blau. Endtap. Das hier. Blau. Extrazug. Auf uns. Weg mit dem, mit der Deckhand. Okay. Resolved. Haben wir den Extrazug. Okay, der Anfang ist geschafft. Sie versucht noch einen Extrazug zu finden. So. Und finde 2, das ist noch nie passiert. Wie krass ist das denn? Good game. Das kann doch jetzt nicht sein. Wie krass war das denn? Wow. Wow, wow, wow. Dann extra Zug. Bounce ihn.
Unfassbar. Unfassbar. Der Tamio, oh, Team Fibbeltipp hier in der Perfektion, muss ich sagen. Also besser geht es ja schon quasi gar nicht mehr. Der Hammer. Was brauchen wir denn noch? Mehr Landdrops? Eventuell mehr Länder. Wir wollen gleich einen riesigen Wow zünden einfach. Das reicht meistens, um dann noch genug nachzuziehen. Wir haben ja noch einen extra Zug. Man hätte eventuell... Das ist auch so in Ordnung. Man kann das Deck... Es gibt sehr viele Möglichkeiten, glaube ich, was man da spielen kann. Aber das müsste doch jetzt safe sein. Keine Attacks. Extra Zug. Sie kann auch ultien. Wir legen erst das Land. Ich meine, was sollen wir jetzt... Wir starten mit einem Wow. Wie viel Mana haben? Nee, eigentlich muss ich den Extrazug machen, aber ich will nicht, dass unser Gegner aufgibt. Ich will ganz gerne mit dem Jace gewinnen. Ich hoffe, unser Gegner möchte sich das anschauen. Das wäre schon cool. Möchte das nicht? Kann er nicht die Storm Tamer auch eigentlich aktivieren, streng genommen? Ich möchte meinen Gegner da jetzt nicht reinquatschen. Wir machen das, was wir vorhaben. Haben Doppel-Extra-Zug gefunden. Dann müssen wir die Nissan noch nicht mal töten. Das ist echt lächerlich. Wir können jetzt wirklich über Beatdown schon fast gewinnen. So, Tech, 12 Extra-Zug sind nochmal 12. Wir gewinnen aber über den Khan. Komm, unser Gegner ist cool. Der spielt da mit. Nicht über den Khan, über den Jace. Komm, komm, ganz schnell, ganz schnell. Kollege, du willst das auch sehen, oder? Oh, unser Gegner ist... Oh, das ist ja ein traumhafter Abschluss. Sehr nett. Das muss man sich nämlich eigentlich nicht anschauen, sowas. 15 x gleich 13 machen wir erstmal. Wir haben dann noch die Nissa-Aktivierung. Ich weiß aber nicht, was wir alles noch machen müssen. Wir brauchen nur noch den Jace. Land, 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 Land. Noch eine Tamio. Fibbeltipp, mehr Länder. Okay. Schnell, 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 schnell. Boah, unser Gegner ist so geduldig. Ist so gut. Okay, 16 Karten im Deck. Wir behalten die große Tamio. Wo ist unser Jace? Das gibt's doch nicht, dass wir den Jace nicht finden. Okay. Da ist der Jace. Sauber. Da ist der Jace. Das wird knapp. Alles gut. Wir sind noch, ist alles im grünen Bereich. 8 Karten im Deck. Wir machen Landdrop. Ziehen eine Karte. Float Mana. Kommen wir auf genug blaues Mana? Ja, kommen wir. So. Verzaubern das. Okay. Okay. Float Blau. Ja, 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 ja. Resolve. Alles gut. Alles gut. Spielen den Jace. Ich hoffe, das ist jetzt nichts zur Interaktion, die letzte Handkarte. Spielen den Jace. Minus 8 auf der Nissa. Hast du noch... Ja, wir haben noch Länder. Nochmal 4 Länder aus dem Deck raus. 3 Karten im Deck. Wir ziehen 4 Karten mit Jace im Spiel. Wir haben keine Karten mehr im Deck. Jace gewinnt. Static Ability. Komm, komm, komm. Sauber. Perfekter Abschluss. Vielen Dank an meinen Gegner, der das hier nie sehen wird, fürs Warten. Good game. Super nice. So, da sind wir schon wieder am Ende von diesem Gameplay-Video angekommen. Ich kann es kaum glauben. Jetzt nochmal das Ende. Team Fibbeltipp. Es hat tatsächlich richtig gut funktioniert. Hatten wir auf jeden Fall ein bisschen Glück. Wie gesagt, am Anfang beim Deckcheck habe ich das ja erwähnt. Das ist halt auf jeden Fall ein recht wackeliges Combo-Deck. Wir hatten ein paar gute Matchups heute. Haben uns auch ein paar Mal reingezogen. Es hat wirklich alles funktioniert, so wie es sein sollte. Ist natürlich dann nicht ganz so repräsentativ. Bei diesem Deck muss ich das nämlich auf jeden Fall dazu sagen. Gestern bei dem Ilhak-Deck, dass so eine Beatdown-Strategie mal funktioniert, auch mal öfters hintereinander funktioniert, das ist halt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber hier so ein Combo-Deck, das ist hier schon so ein bisschen wackeliger. Hier müssen halt echt viele Teile irgendwie funktionieren, damit das funktioniert. Aber es kann halt auch mal funktionieren. Und heute war es wirklich super gut. Waren wirklich ein paar schöne Spiele. Ich hoffe natürlich, das Deck und die Spiele haben euch genauso gefallen. Wenn dem so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich wie immer mega freuen. Wir haben die nächsten Tage ja auch noch ein Deck zum Abschluss, unser Five-Color-Deck, bevor dann die neuen Karten rauskommen. Da freue ich mich auch nochmal drauf. Vielleicht wollt ihr da ja auch nochmal mit dabei sein, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Das war es jetzt aber erstmal von mir für heute. Leute, macht euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.